Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video über das Erstellen einer vorwissenschaftlichen Arbeit in dem Programm Microsoft Word. In diesem Video werde ich dir zeigen, wie du ein automatisiertes Inhaltsverzeichnis erzeugen kannst, wie du ein automatisiertes Literaturverzeichnis erzeugen kannst, wie du ein Deckblatt einfügen kannst und wie du mit einer Kopf- und einer Fußzeile richtig arbeitest. Dann legen wir auch schon los. Ich werde hier jetzt einfach ein paar Kapitelüberschriften schreiben und das, was ich jetzt hier reinschreibe, Achtung, ist nicht direkt das Inhaltsverzeichnis, sondern sind die Kapitelüberschriften, wo dann drunter die Inhalte eurer Arbeit hineingeschrieben werden und man erzeugt aus den geschriebenen Kapitelüberschriften dann das automatisierte Inhaltsverzeichnis. Ich fange jetzt an mit meinem ersten Kapitel mit dem Namen Einleitung, also schreibe ich 1 Punkt, Abstand, Einleitung. Und ihr seht schon, dass hier etwas jetzt Typisches bei Word passiert, und zwar es rückt automatisch etwas ein, das möchte ich jetzt nicht. Deswegen muss ich hier diese Autokorrekturoption rückgängig machen und dann rückt es wieder raus. Kapitel 1 Punkt ist meine Einleitung. Mein zweites Kapitel wäre dann mein zweiter Punkt wäre dann mein erstes Kapitel. Dann möchte ich hier ein Unterkapitel schreiben. 2.1 Punkt ist mein erstes Unterkapitel. Da möchte ich vielleicht noch bei meinem Unterkapitel ein weiteres Unterkapitel erzeugen. Also 2.1.1 ist mein erstes Unterkapitel. Dann 2.1.2 mache ich ein zweites Unterkapitel. Da mache ich noch ein 2.2, mein zweites Unterkapitel. Hier mache ich dann mein Kapitel, mein dritter Punkt ist dann mein zweites Kapitel und dann mein vierter Punkt ist der Schluss. Also noch einmal, aus diesen, das sind meine Kapitelüberschriften und aus diesen möchte ich jetzt hier oberhalb ein automatisiertes Inhaltsverzeichnis erzeugen. Wichtig ist dafür, dass ich hier beim Punkt Start, bei den Formatvorlagen, gibt es hier unterschiedliche Formatvorlagen und ich brauche hierfür die Formatvorlagen Überschrift 1, Überschrift 2 und wenn ihr Überschrift 2 genommen habt, taucht hier dann auch Überschrift 3 auf. Und wichtig ist, dass ihr all die Kapitelüberschriften, die eine Zahl davor haben, sind eine Überschrift erster Ordnung, also Überschrift 1. Die Überschriften, die zwei Zahlen davor haben, wie 2.1, 2.2, eine Überschrift 2. Und die Überschrift mit drei Zahlen, 2.1.1, 2.1.2, sind Kapitel dritter Ordnung, also Überschrift 3. Ich markiere jetzt mal meine 1-Punkt-Einleitung um mein erstes Kapitel, meinen Punkt 2 und klicke hier auf Überschrift 1. Tipp, wenn mit der Maus kurz oben stehen bleibt, wird drunter immer angeschrieben, was für eine Formatvorlage das genau ist. Ich klicke hier auf Überschrift 1. 2.1, das ist meine Überschrift 2. 2.1.1 und 2.1.2 sind meine Überschrift 3. Wie gesagt, das ist jetzt nur aufgetaucht, weil ich bereits Überschrift 2 verwendet habe. Drücke ich drauf. 2.2 ist wieder meine Überschrift 2. Und Punkt 3 und Punkt 4 sind Überschrift 1. So, habe ich jetzt eingestellt. Das ist jetzt alles hier blau. Spielt aber keine Rolle, weil ich kann hier natürlich trotzdem jetzt die Formatierung beliebig umstellen. Ich kann genauso sagen, die Schriftfarbe ist schwarz und vielleicht möchte ich die Schriftart in Arial haben und eventuell 12. Das kann ich alles machen, wie ich möchte. Und auch wenn ich jetzt hier alles umgestellt habe, seht ihr, wenn ich hier auf die Überschrift draufklicke oder sie markiere, dass sie immer noch als Überschrift 1, 2 oder 3 formatiert ist. Wenn ich jetzt aus diesen Überschriften mein Inhaltsverzeichnis erzeugen möchte, springe ich hier in die erste Zeile. Ich habe jetzt einfach hier davor hingeklickt und zweimal Enter gedrückt. Und jetzt soll hier oben mein Inhaltsverzeichnis eingefügt werden. Dafür gehe ich oben auf Referenzen und ganz links auf Inhaltsverzeichnis. Hier kann ich jetzt ein beliebiges Inhaltsverzeichnis auswählen. Entweder wählt das erste, wo einfach Inhalt am Anfang steht und dann meine Kapitelüberschriften oder ihr wählt das zweite, wo Inhaltsverzeichnis steht und dann die Kapitelüberschriften. Ich wähle jetzt das zweite, klicke hier einmal drauf und schon seht ihr, habe ich hier aus meinen Kapitelüberschriften hier das Inhaltsverzeichnis gemacht. Und wie gesagt, hier drunter würde ich dann meine Inhalte etc.
über meine Arbeit hineinschreiben. Ihr seht jetzt automatisch, steht hier überall, dass ich meine Kapitel auf Seite 1 befinden. Wenn ich jetzt hier das runterschiebe oder mit Steuerung Enter gleich auf die nächste Seite das runterschiebe, ja, dann Achtung, ich habe es jetzt schon gemacht, aber ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht den Cursor vor der Kapitelüberschrift habt, weil sonst passiert das sehr, sehr oft. Wenn ich jetzt hier langsam runterspringe, werdet ihr das gleich eventuell sehen, dass mein Kapitel dann zu tief runterspringt, so wie jetzt. Wenn hingegen der Cursor oberhalb von dem Kapitel steht und ihr jetzt Enter drückt, dann seht ihr, springt das Kapitel ganz oben in die erste Zeile von der neuen Seite. Jetzt sind meine Kapitel alle auf Seite 2, trotzdem steht hier immer noch Seite 1. Ich muss deswegen hier jetzt mein Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Ich kann dafür hier einmal draufklicken und kann hier einfach sagen Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Entweder nur die Seitenzahlen, dann werden nur die Seitenzahlen aktualisiert, oder gesamtes Verzeichnis, dann würde es auch hier die Kapitelbezeichnungen ändern, wenn ich sie zuvor unten geändert habe. Jetzt habe ich unten nichts geändert, deswegen spielt es jetzt eigentlich keine Rolle. Ich bleibe somit auf nur Seitenzahlen aktualisieren, klicke auf OK und schon steht hier überall ein Zweier. Wenn ich aber jetzt sage, ich möchte gerne ein Kapitel umbenennen, dann bitte nicht direkt hier das Kapitel umbenennen, sondern immer unten, wo ihr es zum ersten Mal geschrieben habt. Ich schreibe jetzt hier erstes Unterkapitel 2021, gehe oben hin, klicke nochmal auf Inhaltsverzeichnis aktualisieren. Jetzt muss ich sagen, gesamtes Verzeichnis aktualisieren, klicke auf OK und schon habe ich hier mein erstes Unterkapitel 2021. Gut, kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema. Beim zweiten Thema geht es um die Literaturangaben. Ich gehe jetzt hier rein in mein erstes Unterkapitel und möchte hier jetzt gleich meine erste Quelle hineinschreiben oder sprich meinen ersten Inhalt hineinschreiben. Ich werde jetzt anfangen mit einer Internetseite und zwar habe ich hier schon vorbereitet eine Internetseite vom Standard und ich sehe hier schon, dass hier ein Autor angegeben ist. Hier steht auch, wann der Autor diese Internetseite hier verfasst hat und alle anderen Inhalte, die wir gleich der Reihe nach durchgehen. Zuerst muss man unterscheiden zwischen einem direkten und einem indirekten Zitat. Bei einem direkten Zitat nehme ich mir einen Textteil heraus, der einfach gut passt und den ich eins zu eins in meiner Arbeit verwenden möchte. Dann kopiert ihr oder tippt ihr oder schreibt ihr den Text ab und gebt dann die Quelle als direktes Zitat an. Bei einem indirekten Zitat lest euch den Inhalt selbst durch, verfasst ihn in euren eigenen Worten und gibt dann ebenfalls die Quelle an, aber als indirektes Zitat. Wie das geht, schauen wir uns gleich an. Ich habe jetzt bereits hier ein indirektes Zitat vorbereitet und das füge ich jetzt hier einfach mal ein. Indirekte Zitate oder auch sonstige Inhalte von eurer Arbeit müssen immer in einem 1,5-fachen Zeilenabstand geschrieben werden. Deswegen markiere ich diesen Bereich, gehe hier oben auf Layout und kann jetzt hier auf diesen kleinen Pfeil drauf drücken. Dort kann ich einstellen, Zeilenabstand 1,5 und klicke auf OK. So, nochmal, das wäre jetzt mein indirektes Zitat. Jetzt muss ich die Quelle angeben. Um die Quelle anzugeben, klicke ich auf Referenzen und Quellen verwalten. Hier klicke ich auf Neu und als erstes muss ich ja sagen, um was für einen Typ von Quelle handelt es sich. Um ein Buch, Buchabschnitt, Zeitungsartikel etc. Ich gehe jetzt hier auf Website. Bitte schaut immer bei der Angabe nach, was ihr genau für Inhalte von eurer Quelle angeben müsst. Das könnt ihr alles in der Wissermappe nachlesen oder eben auf der Website von der Schmelz. Wenn ich hier jetzt auf Website bin, dann schaue ich wieder zurück auf meine Internetseite. Und wie gesagt, ich sehe hier schon, Birgit Riegler hat das Ganze geschrieben, also nehme ich den Namen raus, am 21. Februar 2021. Gehe hier zurück. Hier unten kann ich alle Felder einblenden lassen, füge den Autor ein, dann habe ich hier schon gesehen, 21. Februar ist das Veröffentlichungsdatum. 21. Februar. Also 21. Februar 2021. Name der Website und Name der Website.
Das hier wird unterschieden. Name der Webseite ist in dem Fall: an diesen Ort in Österreich kann man in der Vergangenheit reisen. Das ist der Name der Webseite. Name der Website ist einfach der Standard. Füge ich das auch noch hier ein. Name der Webseite. Name der Website. Jahr des Zugriffs, Monat und Tag des Zugriffs, das ist der aktuelle Tag, an dem ihr die Quelle verwendet habt. Da schreibe ich rein das heutige Datum, den 22.02.2021. Und URL, ganz wichtig, hier schreibe ich rein die Internetadresse, auf der ich diese Internetseite gefunden habe. Füge ich hier unten ein. Und jetzt habe ich hier alle relevanten Daten angegeben. Noch zwei Tipps zum Namen. Wenn bei eurer Website kein Name direkt oben steht, ja, dann könnt ihr ganz runter scrollen und könnt unten ins Impressum hineinschauen. Auf jeder Internetseite muss oder sollte ein Impressum oben sein. Wenn ihr hier reinschaut, werdet ihr hier in der Regel auch einen Namen von einem Menschen finden, der für die Inhalte der Website zuständig ist. In dem Fall könnte man auch jetzt einen Chefredakteur etc. verwenden, ja, und hier dann diesen Namen stattdessen reinschreiben. Und wenn ihr wirklich einmal das Pech habt, dass ihr eine Website habt, auf der wirklich gar kein Name zu finden ist, ja, dann könnt ihr im Prinzip, dann müsst ihr diesen Inhalt auch leer lassen. Ich rate euch aber vorher, klärt nochmal ab, ist die Seite wirklich wissenschaftlich geprüft, kann man die verwenden oder könnt ihr vielleicht auf sie verzichten und findet ihr vielleicht eine andere Quelle, die einen Namen angegeben hat. Wenn es gar nicht anders geht, wenn ihr sagt, ihr müsst diese Quelle verwenden, dann schreibt ihr keinen Namen rein, dann bleibt dieses Feld einfach leer. Gut, das habe ich jetzt alles reingeschrieben. Ich klicke jetzt auf OK, Quelle ist eingespeichert, ich klicke auf Schließen und hier, wie gesagt, ist mein indirektes Zitat. Ich muss jetzt hinter den Text klicken, den ich zitiert habe, klicke dann bei Referenzen auf Fußnote einfügen, dann taucht hier Fußnote 1 auf und hier unten nochmal der 1er und hier unten kann ich jetzt die Quelle einfügen. Ich gehe hier jetzt dafür auf Zitat einfügen. Dort scheinen jetzt all meine eingespeicherten Quellen auf, Riegler Birgit. Ich klicke hier einmal drauf und schon steht hier Riegler Birgit drinnen. Jetzt noch mit Klammern, das darf bei eurer VWA nicht der Fall sein. Wie ihr die Klammern entfernen könnt, werdet ihr im nächsten Video lernen. Die ignorieren wir jetzt einfach. Was aber wichtig ist, weil es sich hier um eine Online-Quelle handelt, muss ich hier danach noch einen Beistrich machen, Abstand und Online dazu schreiben. Und nachher noch einen Punkt machen. Wie gesagt, die Klammern können nicht hin. Jetzt ignorieren wir die Klammern. Im nächsten Video lernt ihr dann, wie ihr die Klammern entfernen könnt. Weil es sich hier jetzt um ein indirektes Zitat handelt, sprich eins, das ihr selbst verfasst habt, müsst ihr vor der Quelle noch ein VGL für Vergleiche hinschreiben. An dem VGL ist erkennbar, dass es sich hierbei um ein indirektes Zitat handelt. Vergleich dazu, ich schiebe das jetzt ein bisschen runter und füge jetzt hier oben ein direktes Zitat ein. Ich bleibe jetzt gleich auf der gleichen Website, nehme mir hier jetzt einen beliebigen Text raus. Kopiere das und hier müsst ihr jetzt unterscheiden, ob euer direktes Zitat drei Zeilen oder mehr Zeilen aufweist. In meinem Fall sind es nur zwei Zeilen. Dann müsste ich hier meinen Text unter Anführungszeichen schreiben. Jetzt stört mich hier noch, dass ich diese komische graue Hinterlegung habe. Die bekomme ich am einfachsten weg, wenn ich den Text markiere. Und dann verwende ich sehr gerne hier bei Start den Radiergummi. Dieses A mit dem Radiergummi. Das vernichtet wirklich sämtliche Formatierungen. Alles ist weg, wunderbar. Und wie gesagt, wenn euer Zitat drei Zeilen oder kürzer ist, dann müsst ihr Anführungszeichen davor schreiben. Hier bei direkten Zitaten wird das Ganze nicht wie vor auf 1,5, sondern einzeilig geschrieben. Kann ich hier jetzt wieder auf einzeilig einfach umstellen. Wunderbar. Und wenn das Ganze aber jetzt mehr hat, also sprich mehr Zeilen hat, ich nehme jetzt hier mal einen größeren Bereich raus.
So, lösche wieder die Formatierung weg. Dann muss das Ganze um einen Zentimeter eingerückt werden. Das macht ihr am besten, wenn ihr vor die erste Zeile klickt und einmal den Tabulator drückt, dann nochmal in die zweite Zeile drückt und nochmal den Tabulator drückt. Dann rückt ihr hier einen Zentimeter ein. Könnt das Ganze kontrollieren, wenn ihr jetzt geht hier oben auf Ansicht, könnt ihr ein Lineal einblenden und dann seht ihr, okay, bei mir ist es ein bisschen, ja doch, das passt schon, ein Zentimeter, das ist schon okay. Das passt ein Zentimeter, ja. Ist jetzt eingerückt und jetzt kann ich direkt hier dahinter hinklicken. Und das Tolle ist, wenn ihr eure Quelle einmal eingespeichert habt über Referenzen, Quelle verwalten, könnt ihr sie beliebig oft verwenden. Ich muss nur jetzt wieder hier hinklicken, würde jetzt wieder klicken auf Fußnote einfügen. Word erkennt, dass diese Fußnote quasi vor meiner vorher angelegten kommt und deswegen ändert Word automatisch die Fußnote, die vorher ein 1er war, zu einem 2er. Ich habe hier jetzt eine weitere Fußnote eingefügt. Kann hier jetzt nochmal gehen auf Zitat einfügen, Regler Birgit. Schreibe wieder dahinter online. Und weil das jetzt immer ein direktes Zitat ist, schreibe ich jetzt kein VGL davor. Und wie ihr wisst, das ist optional. Wenn ihr auf einer Seite zweimal die gleiche Quelle verwendet, dann könnt ihr euch überlegen, ob ihr das so stehen lasst wie ich gerade oder ob ihr stattdessen statt die Quelle nochmal anzugeben, EBD abkürzt und natürlich auch ein VGL, dann weiß man, okay, dass die Quelle 2 ist die Quelle, die ich eben gerade verwendet habe. Auch das wäre in Ordnung. Jetzt habe ich hier diese Quelle mal eingespeichert. Jetzt fragt euch vielleicht, wo sehe ich eigentlich die ganzen Inhalte, die ich zuvor reingeschrieben habe in mein Literaturverzeichnis. Die anderen Inhalte, die ich vorher reingeschrieben habe, werden im Literaturverzeichnis am Ende eurer Arbeit angezeigt. Ich gehe jetzt hier ganz unten hinter meinen Schluss und ich möchte hier jetzt das komplette Literaturverzeichnis einfügen. Dafür gehe ich auf den Punkt Referenzen und gehe hier auf Literaturverzeichnis. Das ist genauso wie vor beim Inhaltsverzeichnis, kann ich hier zwischen unterschiedlichen Literaturverzeichnissen auswählen. Ich wähle jetzt hier einfach das erste gleich aus und schon werden hier die Quellen mit meinen kompletten Inhalten angezeigt. Das Literaturverzeichnis ist ein Punkt, das ebenfalls im Inhaltsverzeichnis auftauchen muss. Heißt, ich sehe schon, das sollte hier eigentlich mein Punkt 5 sein, Literaturverzeichnis. Ich kann jetzt ganz oben hingehen, mein Inhaltsverzeichnis wieder aktualisieren und zwar das gesamte Inhaltsverzeichnis und dann taucht hier schon als Punkt 5 das Literaturverzeichnis auf. Wie gesagt, das kann ich hier wiederum beliebig formatieren, wenn ich das jetzt hier kleiner haben möchte oder in schwarz oder wie auch immer, kann ich hier das Format auch mit diesem Pinsel übernehmen und kann es hier genauso einstellen wie auch die anderen Punkte. Es empfiehlt sich aber, das hier erst zu machen, wenn ihr mit eurer Arbeit komplett fertig seid, weil ihr werdet sehen, wenn ich noch weitere Quellen hinzufüge, wird immer beim Aktualisieren das wieder auf das ursprüngliche Format zurückgestellt. Ich werde jetzt noch eine zweite Quelle angeben, und zwar gehe ich jetzt hier in mein zweites Kapitel und ich habe mir jetzt hier irgendein Buch geschnappt von Richard David Precht, Warum gibt es alles und nicht nichts, und habe davon einfach ein beliebiges Zitat oder eine Quelle rausgenommen. Auch das habe ich hier jetzt schon vorbereitet. Und so, ich füge jetzt hier diesen Text ein als, wie gesagt, indirektes Zitat. Also ich markiere den Text wieder und sage, das ist eben der Text, den ich normal in meiner Arbeit selbst geschrieben habe. Deswegen muss ich ihn vom Zeilenabstand auf 1,5 setzen. Klicke auf OK, speichere meine Quelle ein, also auf Referenzen, Quellen verwalten, neue Quelle, jetzt keine Website, sondern jetzt natürlich ein Buch. Und jetzt schreibe ich schon rein, Autor Richard David Precht. Titel, warum gibt es alles und nicht nichts?
und jetzt Jahr, Ort, Verleger etc. Hier werden euch wieder alle Felder eingeblendet. Da müsst ihr, wie gesagt, immer auf der Webseite der Schmelz nachschauen oder in der Wissermappe, welche Felder müsst ihr bei der jeweiligen Quelle angeben. Ich gebe jetzt hier noch, muss ich angeben, das Jahr. Das sind alles die Inhalte, die bei dem Buch, das wisst ihr natürlich, hier auf den ersten Seiten oben stehen. Jahr ist 2011, Ort ist München und der Verleger ist Wilhelm Goldmann Verlag. Ich gehe auf OK, ich gehe auf Schließen. Quelle habe ich jetzt angelegt. Jetzt muss ich hier natürlich wieder die Quelle angeben, deswegen klicke ich zuerst hinter mein indirektes Zitat, gebe Referenzen auf Fußnote einfügen, das wäre jetzt oder ist jetzt meine dritte Fußnote. Jetzt gehe ich auf Zitat einfügen und hier sehe ich jetzt den Precht und die Riegler. Jetzt klicke ich hier auf Precht einmal drauf, Precht wird eingefügt. Weil es sich hierbei jetzt um ein indirektes Zitat handelt, muss ich genauso wie bei der Internetquelle davor VGL, Vergleiche, hinschreiben. Und weil es sich um eine Literaturquelle handelt, muss ich die Seitenzahl angeben. Und dafür kann ich hier auf den Pfeil drauf drücken, Zitat bearbeiten. Und hier bei Seiten kann ich jetzt einfach die Seitenzahl, bei mir ist die Seite 11, mit einem Punkt danach hineinschreiben. Ich drücke auf OK und schon wird mir hier die Seitenzahl angezeigt. Wichtig ist, dass ihr wisst, dass hier natürlich schon das sehr praktisch ist, dass das Zitat automatisch eingefügt ist, aber manchmal gibt es da auch kleine Fehler in Word. Zum Beispiel wird neben dem Nachnamen auch der Vorname eingefügt. Ich würde euch raten, wenn solche Fehler passieren, könnt ihr hier auf den Pfeil drücken, könnt sagen, Zitat in statischen Text konvertieren und dann könnt ihr ganz frei hier alles ändern, was ihr ändern wollt. Zum Beispiel könnt ich so jetzt auch schon die hässlichen Klammern entfernen, die ihr hier nicht angegeben werden dürfen, oder auch eben einen Vornamen, der hier irrtümlicherweise angezeigt wird, könnte ich hier entfernen. Und das ist oft leichter, als die Ursache zu finden, warum das jetzt falsch von Word angezeigt wird. Jetzt schaue ich nochmal in mein Literaturverzeichnis. Da ist der Precht noch nicht drinnen. Auch hier kann ich einmal draufdrücken, wie beim Inhaltsverzeichnis. Klicke oben auf Aktualisieren und schon habe ich einmal den Precht drinnen. Und einmal hier die Riegler. Wie gesagt, das wird jetzt hier auch noch nicht so angezeigt, wie es in eurer VWA von der Reihenfolge her sein muss. Wie das funktioniert, ist eine Kleinigkeit, die wir uns das nächste Mal aber im nächsten Video dann anschauen werden. Als nächstes fügen wir jetzt unser Deckblatt ein. Natürlich könnte ich das Deckblatt hier komplett selbst schreiben. Wichtig ist dafür, zuerst müsste ich hier jetzt ein bisschen Platz dafür schaffen. Wenn ich das Inhaltsverzeichnis etwas runterschieben möchte, kann ich mit der Maus vor das I vom Inhaltsverzeichnis hinklicken. Dann wichtig, mit der Pfeiltaste auf der Tastatur weiter nach links springen. Und jetzt kann ich mit Enter mein komplettes Inhaltsverzeichnis runterschieben. Achtung, wie schon zuvor besprochen, muss der Cursor jetzt eine Zeile oberhalb vom Inhaltsverzeichnis angezeigt werden. Und jetzt kann ich mit Enter das komplette Inhaltsverzeichnis auf meine zweite Seite schieben. Hier füge ich jetzt mein Deckblatt ein. Und ihr könnt es natürlich selbst schreiben oder macht es euch einfach. Ihr habt nämlich hier auf der Website der Schmelz in dem Bereich Unterricht, Reifeprüfung, vorwissenschaftliche Arbeit, viele nützliche Links. Unter anderem gibt es hier ein Mustertitelblatt. Wenn ihr hier einmal drauf drückt, wird das Ganze heruntergeladen, könnt ihr schon öffnen. Dann am besten kopiert ihr das ganze Titelblatt, also markiert es zuerst mit Steuerung A, mit Steuerung C könnt ihr es kopieren, dann geht ihr wieder in eure Arbeit hinein, drückt STRG V und schon habt ihr ganz perfekt das Inhalt, das Deckblatt und könnt hier nur noch euren Titel reinschreiben, Untertitel, wenn vorhanden, euren Namen, Klasse, Betreuungsperson und der Rest ist für euch schon eingetragen. Datum müsst ihr jetzt noch korrigieren,
wann ihr es abgegeben habt. Aber sonst ist es eigentlich schon fix fertig für euch. Und das Letzte, was wir uns jetzt anschauen, das ist die Kopf- und die Fußzeile. Ja. Ich habe hier jetzt noch eine Seite leer. Also ich hätte vorher gar nicht so viel Abstände machen müssen. Kann ich auf Entfernen einfach löschen. Dann springt mein Inhaltsverzeichnis wieder rauf. Hier kommt schon. Und mit der Kopf- und Fußzeile ist es so, dass wenn ihr einen Doppelklick hier oben reinmacht, seid ihr automatisch in der Kopfzeile und hier in der Fußzeile. Und was vorgegeben ist, ist Folgendes. Und zwar, es muss in der Fußzeile, muss die Seitennummerierung angezeigt werden. Diese darf aber erst ab der zweiten Seite angezeigt werden. Heißt, hier auf meinem Deckblatt darf ich keine Seitennummerierung sehen. Und das ist eigentlich ganz einfach. Ich kann hier oben in Word bei Kopf- und Fußzeile klicke ich auf erste Seite anders. Achtung, das sieht man nur, wenn ihr euch aktuell in der Kopf- oder Fußzeile drinnen befindet. Jetzt wird die erste Seite unabhängig von meinen anderen Seiten im Bereich der Kopf- und Fußzeile formatiert. Und jetzt gehe ich hier in die Fußzeile. Hier kann ich jetzt sagen Seitenzahl, Seitenzahlen oder eigentlich aktuelle Position. Das heißt, es wird genau dort eingefügt, wo ich möchte. Schreibe ich einen Einser. Hier gibt es meines Erachtens keine speziellen Vorgaben, wie das formatiert werden soll. Ob er da S dazu schreibt oder Seite oder was auch immer, spielt keine Rolle. Linksbündig, zentriert, mittig, wie ihr wollt. Ich setze es jetzt rechtsbündig hin. Und wenn ich jetzt zur nächsten Seite scrolle, sehe ich hier natürlich gleich Seite 3 und so weiter. Mit einem Doppelklick verlasse ich wieder meine Kopf- und Fußzeile. Und jetzt seht ihr, hier habe ich jetzt die Seitennummerierung stehen. Und auf der ersten Seite habe ich keine Seitennummerierung stehen. Ob die Seitennummerierung hier mit Seite 2 oder 1 beginnt, ist auch euch überlassen. Wenn euch der 2er stört und ihr sagt, ihr wollt es gerne mit einem 1er haben, spielt aber überhaupt keine Rolle, könnt ihr hier doppelt draufdrücken und könnt hier noch einmal mit der rechten Taste draufklicken und könnt sagen, Seitenzahlen formatieren. Und hier kann ich einfach sagen, die Seitenzahl soll beginnen nicht mit Seite 1, sondern mit Seite 0. Dann ist das Deckblatt automatisch die Seite 0 und meine erste richtige Seite ist dann meine Seite 1. Ich klicke dann auf OK und jetzt fängt er hier an zu zählen mit Seite 1 und Seite 2. Ist aber nicht notwendig. Wichtig ist natürlich, dass hier die Nummerierungen von eurer Seiten, von eurem Inhaltsverzeichnis, dass diese eben ident sind mit der Seitenzahl. Gut, damit sind wir auch schon fertig. Ich hoffe, ihr habt hier wichtige Dinge für euch gelernt, die ihr jetzt gut umsetzen könnt. Ich wünsche euch gutes Gelingen dabei.